Meine herzallerliebsten Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 auf dem PC in unserem 100% Let's Play, das sich jetzt immer mehr auch seinem Ende nähert. Noch sind wir nicht so weit, aber es geht langsam aber sicher in die Richtung. Beim letzten Mal haben wir nämlich das große Ding gemacht, endlich. Und wir sind jetzt eine reiche Sau, leider noch nicht ganz. Wir haben jetzt, wir können eigentlich mal ins Internet schauen. Wobei, wenn ich auf mein Konto gucke, müsste da ja eigentlich, ich weiß gar nicht, bei welcher Bank er ist. Wo ist denn der bei welcher Bank? Bei der Flickerbank? Ich glaube ja. Nee, also wir haben momentan 1 Million bei ihm. Nee, also noch sind sie nicht so reich. Wir müssen nämlich noch ein bisschen abwarten, denn das Gold, das haben wir geklaut. Aber man muss ja erstmal so ein bisschen das Ganze sich setzen lassen. Man kann ja nicht einen Tag, nachdem ein paar Tonnen Gold aus der Union Depository geklaut wurden, kann man ja schlecht sagen, hey, ich habe ein paar Tonnen Gold zu verkaufen. Das kommt halt irgendwie blöd. Und deswegen, oh, da oben ist ein Hauptquartier. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir fast gedacht, dass es keine gute Idee ist, direkt vom Hauptquartier ein Auto zu klauen. Aber egal, ne? Dumme Ideen sind ja sowieso meine Spezialität. So, also wir haben ein paar Tonnen Gold geklaut und so und sind eigentlich eine reiche Socke. 200 Millionen pro Charakter, 38. Aber leider müssen wir noch ein bisschen warten, bis das Geld da ist. Und wenn das Geld dann da ist, dann werden wir dahin übergehen, endlich mal die Lesser-Attentate zu machen, um uns da noch ein bisschen mehr rauszuholen aus den 38 Millionen. Denn wir wollen ja eine richtig reiche Socke werden mit ein paar 100 Millionen. Und da müssen wir allerdings erstmal abwarten, bis das Geld auf dem Konto ist. Dann können wir das machen, freue ich mich aber schon drauf. Die Lesser-Attentate haben wir uns ja extra aufbewahrt, genau dafür, um ein bisschen Geld zu machen. Damals bei der PS3-Version wusste ich das leider noch nicht so ganz, da hatte ich schon einen Raub, einen Attentat mehr gemacht, als man machen sollte. Und deswegen hatten wir dann nur 200 Millionen oder so statt, ich weiß das gar nicht genau, statt mehr jedenfalls. So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Wir könnten tatsächlich zu Leicester fahren, aber wir haben das Geld ja noch nicht. Wir können auch zu Franklin fahren und die nächste Mission erstmal machen. Wir haben ja sonst jetzt gerade nicht so viel. Wir können natürlich auch so richtig langweilig sein und einen Triathlon machen. Müssen wir auch noch machen. Da habe ich gar keine Lust drauf, den noch zu machen wollen, weil der eine halbe Stunde dauert und die Finger wehtun. Komm, wir fahren mal zu Franklin nach Hause. Vielleicht kriegen wir auch unterwegs das Geld, dann machen wir das, aber Ammunition, Kampfgewehr, verschiedene Farbtöne zur Wahl, größere Magazine, Schalldämpfer und so weiter. Ja, ist aber lieb. Tja, die Frage ist, wann kommt das Geld? Wir können ja nicht auch bei Franklin zu Hause speichern, dann sollte das Geld kommen. Ich hätte eigentlich Bock, dass wir erstmal die Attentate machen halt, weil dann haben wir mehr Geld, können ordentlich was ausgeben, können schon mal die ganzen Immobilien kaufen und was nicht alles. Hätte ich eigentlich Lust drauf, aber noch ist es halt nicht da. Wir haben ja den Raub auch gerade erst gemacht quasi im Spiel, deswegen kein Wunder, dass die Kohle noch nicht da ist, ne? Da wollen wir uns mal noch nicht beschweren. So, wir fahren erstmal zu Franklin, der hat ja noch eine Mission, dann können wir die erstmal machen. Wir wollen ja sowieso die Hauptstory auch durchkriegen. Da ist zum Beispiel noch eine Immobilie, die wir kaufen können hier. Gibt ja einige, die wir kaufen können. Unter anderem den Golfplatz, der ist ja das teuerste. Das ist ja so eine Sache, das habe ich noch nie verstanden bei GTA 5. Zum Beispiel der Golfplatz kostet 150 Millionen, aber normalerweise hättest du halt nachdem du die Story, wenn du die Story normal spielst, ohne im Internet nachzugucken und so weiter, hättest du nach der Story vielleicht 50 Millionen oder so. Höchstens. So. Und das heißt, du könntest niemals den Golfplatz kaufen. Das heißt, man muss diese Aktiendinger machen, und zwar nach der Hauptstory, damit man den überhaupt kaufen kann. Aber wer macht das denn, wenn er nicht das nachgeguckt hat im Internet? Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie haben sie da nicht so richtig nachgedacht, finde ich. Oder irgendwas ist da jedenfalls komisch gemacht. Inzwischen weiß das jeder mit den Aktien, aber man wusste das ja am Anfang nicht. Und das finde ich irgendwie komisch. Naja, gut. Gehen wir mal zu Franklin nach Hause. Schauen wir mal, was sich hier ergibt. Ich könnte natürlich auch einfach mal speichern und wir machen die Story-Mission noch nicht, ne? Wir gehen mal eben schlafen und gucken mal, ob wir dann irgendwie eine Nachricht kriegen, von wegen das Geld ist da. Wäre mir eigentlich lieber. Wir brauchen ja gar nicht speichern, wir müssen ja nur schlafen. Tja, jetzt habe ich mich einige Male schlafen gelegt. Das ist bestimmt schon ein paar Tage vergangen jetzt. Aber leider immer noch kein Geld da. Insofern, na gut, dann müssen wir halt erstmal, dann machen wir erstmal die Mission. Ich denke mal, es wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, die muss ich oben annehmen, oder? Ich glaube, ja. Naja, dann machen wir halt die nächste Mission. Also, wenn das Spiel mir das Geld noch nicht geben will und ich noch nicht dick draufhauen darf auf die Kacke, Geld verprassen, machen wir erstmal storytechnisch weiter. Okay. Vielleicht müssen wir das auch, damit wir überhaupt das Geld kriegen. Ich weiß das nicht. So, jetzt klingelt es an der Haustür. Wer klingelt bei uns an der Haustür? Aha, die hey, Kollegen Slick, hier. It's me. What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey,
You got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Nah. Oh, yeah. But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man. The feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The feds. Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C. Time's ticking, pal. Beep, beep, beep. And your answer is... Man, you know what? Man, fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Man, fuck you. So, ach, das kam jetzt doch relativ schnell. Ich dachte, da käme noch irgendwas vorher. Das Spiel will, dass wir uns entscheiden. Trevor töten, Michael töten oder komplett Idiot sein und versuchen, beide zu retten. Darf ich jetzt spoilern? Ich weiß das gar nicht. Eigentlich kennt jeder inzwischen die Story. Aber immer wieder haben einige geschrieben, wenn ich gespoilert habe, ich will nicht, dass du spoilerst. Wir nehmen jedenfalls Variante C und versuchen irgendwie alles gerade zu biegen, auch wenn das vielleicht hart wird. Denn Trevor wollen wir nicht erledigen, auch wenn er ein verrückter Kerl ist. Michael wollen wir auch nicht erledigen. Wir wollen ja alle unsere drei vereint behalten. Also Todeswunsch wird gewählt. Franklin? Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, I'm coming. Tja, Devin wollte, dass wir Trevor töten. Die anderen wollen, dass wir Michael töten oder wie auch immer. Jedenfalls wollen sie alle, dass wir irgendwie töten. Wir wollen aber ja gar keinen töten. Ist halt echt eine blöde Lage. Nehmen wir mal den Porsche. Wir fahren zu... Oh Gott, jetzt wird's schwierig. Jetzt haben wir zwei Ls auf der Karte. Wir haben da ein L... Und wir haben da ein L, aber ich glaube, das war das Attentat. Zwei grüne Ls, da wollen wir hin. Zu Lester nach Hause. Und ich würde sagen, wir nehmen den Porsche. Standesgemäß. Tja, ziemlich miese Lage. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich spoilern darf. 90% von euch werden eh wissen, was Sache ist. Und die 10%, die halt jetzt tatsächlich zum ersten Mal GTA sehen. Ich kann es eigentlich nicht glauben, dass da irgendwer da draußen ist, der zum ersten Mal die Story von GTA sieht. Entweder hat die jeder selber gespielt oder er hat sie schon mal irgendwo gesehen. Also jedenfalls wird man vor die Entscheidung gestellt, ob man halt Trevor tötet und dann tötet man den auch oder Michael und dann tötet man den auch und dann kann man die halt nicht mehr spielen, was halt echt ärgerlich ist. Und bei Variante C mit dem Todeswunsch muss ich halt sagen, oder da wird wahrscheinlich jeder so gedacht haben wie ich damals, da denkt man halt, wenn man einen Todeswunsch auswählt, dass man dann sozusagen selber drauf geht, ja? Weil das macht ja nur Sinn. Einer von dreien muss sterben quasi und bei Variante C wählt man halt dann, dass Franklin stirbt. Aber ob das der Fall ist, das werden wir jetzt halt sehen. Vielleicht kommt ja doch alles anders, als man denkt. Fand ich aber auch wieder so ein bisschen komisch gemacht. Also die eine Sache, wie gesagt, mit dem Geld... Das fand ich komisch gemacht, weil das keiner drauf kommt, der es nicht im Internet nachschaut. Und viele spielen dann einfach und die können sich dann niemals den Goldplatz kaufen. Das ist doch irgendwie blöd gemacht. Und das ist auch so eine andere Sache, diese Mission hier, wo man eben wählen soll. Weil man halt denkt, man muss einen von allen dreien töten und so. Und sich da zu entscheiden, ist halt echt schwierig. Und da haben dann viele zum Beispiel damals beim ersten Mal halt Trevor getötet, weil man sagt sich, gut, Michael ist ein Wichser, aber Trevor ist ein noch krankerer Kerl. Und der hat es am ehesten verdient vielleicht oder so. Irgendwie dann kommen die meisten zu dem Schluss, man sollte Trevor töten. Naja, schwierig, schwierig. Mal gucken, was Lester dazu zu sagen hat. Ja, ich weiß, dass ich Fresh Wheels habe. Ist ja auch mal ein dicker Porsche. Ich muss sagen, in letzter Zeit gefällt mir Porsche immer besser. Ich war nie ein Porsche-Fan, aber inzwischen finde ich die, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. So, wir parken mal hier vor Lesters Hütte. Vor Lesters Hütte.
und klingeln mal. Ich glaube, wir sind aber bei der falschen Hütte. Ich glaube, hier ist die richtige Hütte. What's the panic, bro? What the fuck do you think? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. But you know, I don't want to say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say, no, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Well, I can see that. Well, who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Devin Weston, man. You know the, Rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right, all right. I say kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know? I don't know. You know everything, dawg. I know, okay? But I'm sorry. I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... okay. Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Meriwether. I think, actually, Weston owns a piece of Meriwether. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe, maybe both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. I got you. Eine Gießerei. Erstmal Lamar anrufen, wir brauchen seine Hilfe. Kein einfacher Plan. What's up, homie? Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. So, hol er mal bei seinem Haus ab. Machen wir mit unserem schicken weißen Porsche hier. Finde ich gar nicht schlecht, den Wagen. Und, wir schauen mal, ob er uns helfen kann. Ja, wir brauchen alle Hilfe, weil das ist halt echt ein ziemlich mieser Plan. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, einfach Michael umzulegen oder Trevor umzulegen und dann glücklich zu sein, aber das können wir uns unseren Freunden ja nicht antun, die sie ja doch irgendwo noch sind, auch wenn es blöde Wichser sind. Und ja, dann muss man dann eben die harte Variante wählen und gucken, ob man es irgendwie anders geregelt kriegt. Und da brauchen wir Lamar für den alten Penner, mit dem wir ja zuletzt auch nicht mehr so gut zu sprechen waren, muss man sagen, ne? Ja, wenn ich da mit meinem weißen Porsche im Ghetto aufkreuze, dann freut er sich bestimmt, fährt gerne mit. So, Lamar, was geht? What's cracking? Wie wär's, wenn du einsteigst? Steig ein, ich will dir was zeigen. So, komm mit. Woo, ab geht da. Hey, look, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back out, no drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, dog. My boys, man. Well, we trying to save them. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Who wanna clap your homies? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some FIB cats, the rich white asshole who scammed us on them cars. Devin Weston? That little bitch? Why didn't you say we was creeping on him? We ain't creeping on him, nigga. Least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you fronting as, huh? Man, I'm just trying to make something out of myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me from sucking your dick, nigga. Oh, please, nigga, fuck off. Man, every fool in this town got somebody who want to clap. Yeah, but that applies to some fools more than others. I heard that. Nigga, I'm talking about you. Everybody in this town want to take a pop at your ass. Look, man, Michael and Trevor, they should be inside.
Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. I'll holler at you. So, betritt die Gießerei. Okay, Lamar macht draußen den Sicherungsposten. Wir gehen rein. Michael und Trevor sollten auch hier sein. Ist natürlich riskant, dass alle drei jetzt hier hinkommen, tatsächlich. Aber gut, mal schauen. Eine fette Gießerei. Sieht doch nicht schlecht aus hier.